Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 654. Eichhorn-Wanderung am Dienstag, dem 4. Jänner 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich sitze im Ausseerland in Bad Aussee unter dem Bild des Erzherzogs. Der Erzherzog wacht hier über mich, aber nicht nur über mich, er wacht über viele und vieles im Ausseerland und darüber hinaus. Heute beschäftige ich mich beim Wandern ein bisschen mit dem Pfeifertum, mit dem Seitl-Pfeifertum im Ausseerland. Das ist eine ganz alte Tradition und seit ungefähr 100 Jahren gibt es auch immer einen Hauptpfeifer, der dann immer wieder Pfeifertage organisiert auf der Blaalm. Der Urpfeifer war ja ein Herr namens Karls, das ist ein sehr häufiger Name hier im Ausseerland. Ja, und keine Abbildung oder kaum eine Abbildung von Erzherzog Johann im Kreise der Ausseer, wo nicht auch ein Seitl-Pfeifer vorkommt. So wie ich mich auch natürlich immer wieder mit der Schrammelmusik in Wien beschäftige. Viele Menschen sehen das ja als einen Teil der Wiener Musik, der genauso ist wie die Straußmusik oder wie die Operettmusik. Das sind ganz verschiedene Dinge. Bei der Schrammelmusik ist es umso mehr erstaunlich, dass man alles in einen Topf wirft, weil die Schrammelmusik kann ja nicht jeder spielen. Ich zum Beispiel könnte sie nicht spielen, obwohl ich ja sehr viel Geige gespielt habe in meinem Dasein schon. Weil zur Schrammelmusik braucht es besondere Instrumente, natürlich die Kontratgitarre und die Knöpferharmonika, das Pick, süße Hölzel, aber eben auch zwei Geigen, die aber nicht normale Geigen sind, sondern Geigen mit einer besonderen Stimmung, mit einer Skordaturstimmung. Das beschäftigt mich sehr intensiv und immer wieder denke ich darüber nach, wie es zu so einer Entwicklung kommen konnte. Aber diese Nachdenkphasen, die werden dann immer abgelöst durch das Eintauchen in die Musik selbst. Ja, und so werde ich jetzt noch ein bisschen, Sie sehen, ich habe mich aus dem Zustand der Verehrung Heinz Karl Grubers wieder in eine normale Nach-Neujahrs-Rasur begeben und freue mich auf die Klänge der Schrammelquartette, die ja immer aus 5 Personen bestehen. Denn ein Schrammelquartett, das spielt abwechselnd einmal die Kontragitarre oder die Harmonika, die Knöpferharmonika. Darum spielen immer 4 Menschen, aber es sind 5 Menschen daran beteiligt. Jetzt tauche ich aber ein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.